Herr Schön, Sie sind erster Vorsitzender des SV Lorheim, haben mit dem Projekt, mit der Aktion Bewegung 4.0 heute den silbernen Stern des Sports gewonnen. 130 Vereine waren auf der anderen Seite Ihre Konkurrenten. Erklären Sie ganz kurz Ihr Projekt. Ja, unser Projekt Bewegung 4.0, die 4 steht für die 5 Schritte, mit denen wir da hingekommen sind. Also sprich zu unserer Kalthalle, die wir jetzt haben. Die Kalthalle bietet uns die Plattform jetzt, kulturelle Bewegungselemente sowie sportliche Elemente zusammenzubringen und verschiedene Angebote zu schaffen, ein unterschiedliches Angebot für die Gesellschaft, für die Region. Das Einzugsgebiet ist recht groß, bis zu 30, ja fast 40 Kilometer kommen die Leute für Parcours, Einrad, Akrobatik und so weiter. Und jetzt sind wir unabhängig vom ganzen Jahr über, vom Trainingsbetrieb können planen. Und die Halle ist ein super Klima, in der Halle ist ein super Klima drin und es macht Spaß, Sport drin zu machen oder Sonstiges. Jetzt haben Sie gewonnen, Berlin ruft, eben kam es aus dem Publikum, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Wie hat sich der Sieg jetzt angefühlt? Also im ersten Moment war ich absolut sprachlos, zwar habe ich schon gehofft, dass wir da vorne mit dabei sind, aber dass es jetzt heißt, Lorheim fährt nach Berlin, ist schon, ja, wie gesagt, im ersten Moment sprachlos. Und jetzt ist es so, ich glaube, wir freuen uns drauf. Wie gesagt, geträumt haben wir davon, jetzt ist es wahr geworden und hoffen, dass das ein super Erlebnis wird einfach. Wer war denn der erste Gratulant auf der Bühne oder nachdem Sie erfahren haben, okay, Sie haben gewonnen, was hat er Ihnen mitgegeben auf den Weg nach Berlin? Ja, der Herr Döring hat mir gratuliert und hat mir viel Glück gewünscht bei der Ausscheidung und dass wir einfach so weitermachen sollen mit dem, was wir bisher schon gemacht haben. Ja, weil das Projekt läuft ja schon seit langem und ich bin gespannt, was da in Berlin passiert. Mit welchen Gefühlen begleiten Sie oder leiten Sie jetzt diese Delegation nach Berlin? Also das Ganze steht nur unter dem Motto, Spaß zu haben und das Ganze zu genießen. Wie es ausgeht, ist dahingestellt. Wir haben 10 Jahre was gemacht und jetzt genießen wir es einfach von Anfang an. Hoffen natürlich, dass wir, weil wir stehen hinter unserem Projekt, sehen, was wir geschaffen haben. Es glaube ich, gibt es nicht so oft so eine Kalthalle in Deutschland und ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und so können die Chancen nicht schlecht sein dort. Auf was freuen Sie sich am meisten in Berlin? Ja, zum Beispiel um die Frau Merkel zu sehen, die ich ja immer nur aus dem Fernsehen her kenne. Und den ein oder anderen noch wichtigen Menschen in Deutschland und die ganze Plattform, die ganze Veranstaltung. Ich meine, es ist jetzt hier schon mal ein Rahmen, der sehr feierlich ist und ich denke, in Berlin wird das nochmal anders sein. Einen roten Teppich werden wir wahrscheinlich nicht bekommen, aber gut. Da würde ich mal sagen, abwarten, was da am Pariser Platz so los sein wird. Jetzt schauen wir mal ein bisschen rein. Wir haben 15 weitere Vertreter dort vor Ort oder weitere Vertreter, die aus den anderen Landesverbänden, aus den anderen Ländern in Deutschland kommen. Was rechnen Sie sich aus? Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein in Berlin beim goldenen Stern, beim Stern des Sports in Gold? Da ich nicht weiß, was restliches Deutschland, sprich alle anderen Vereine gemacht haben, ist es schwer zu beurteilen. Aber wir sind ein ganz kleiner Ort, haben viel auf die Beine gestellt. Wir hatten natürlich Glück gehabt, dass gewisse finanzielle Unterstützung möglich war. Aber die Bewegung, das, was daraus gemacht wurde, ist einfach vorzeigefähig. Ja? Also für den kleinen Ort, die Region, diese Vernetzung, wie gesagt. Und also wir können damit darauf stolz sein und hoffen auf eine der vordersten Plätze. Ja. Und jetzt blicken wir wirklich nach Berlin. Es steht kurz vor der Tür. Was erhoffen Sie sich denn, wenn wir dann danach wieder nach Hause fahren, nach Lorheim? Welcher Eindruck, welches Erlebnis soll hängen bleiben? Also wenn dieser Ausflug so ausgeht wie hier dieser Ausflug, weiß ich nicht, wie wir nach Hause fahren. Ja, also, aber es wird prägend sein. Also wir haben ein paar Tage vorher Neujahrsempfang, wo wir das verkünden können, erstmal, dass wir da hinfahren. Ich hätte mir gewünscht, dass es umgekehrt gewesen wäre. Mal schauen, vielleicht müssen wir den Termin verschieben. Aber
Also das bestätigt einem einfach weiterzumachen. Ja? Also das, was wir jetzt eingeschlagen haben in dem Weg, junge Menschen mitzunehmen, alte mitzunehmen, also die Gesellschaft zu verbinden, auch die anderen Vereine, die im Ort sind, mitzunehmen. Also einfach, ja, dass wir einfach eine Gesellschaft sind, die einfach sich gegenseitig braucht und unterstützt, was bewirken kann. Dann drücken wir vom Sportbund Rheinland ganz feste die Daumen, hoffen auf eine vordere Platzierung und wer weiß, vielleicht geht es ja genauso gut aus wie damals in Mainz auf der Silberebene. Vielen Dank, Herr Schön. Danke auch.